Hallo und herzlich willkommen zur Aufgabe Winkel bestimmen. In dieser Aufgabe geht es darum, einen Winkel zu bestimmen, für den gilt, dass der Sinus dieses Winkels 0,4 beträgt und der Cosinus dieses Winkels kleiner als 0, also negativ ist. Bei diesen Aufgaben ist es immer wichtig, einen Einheitskreis zu skizzieren. Ich möchte euch das mit Hilfe von GeoGebra demonstrieren. Wir sehen hier links oben nun den Einheitskreis. Ich habe auf diesem Einheitskreis den Punkt P eingezeichnet. Wie wir wissen, entspricht der x-Koordinate des Punktes P immer der Cosinus des Winkels Alpha und der y-Koordinate der Sinus des Winkels Alpha. Wenn wir den Punkt P nun jetzt am Einheitskreis laufen lassen, sehen wir, dass sich natürlich die Werte des Sinus und Cosinus ändern. Bei unserer Aufgabe suchen wir jenen Winkel, für den gilt, dass der Sinus des Winkels 0,4 ist, also positiv. Das heißt, der gesuchte Punkt kann entweder nur im ersten oder zweiten Quadranten liegen, da hier der Sinus nach oben zeigt, sprich positiv ist. Zweitens soll gelten, dass der Cosinus dieses Winkels negativ ist. Das heißt, im ersten Quadranten sind sowohl Cosinus als auch Sinus des Winkels Alpha positiv. Das heißt, Punkt P und der entsprechende Winkel Alpha kann also nur im zweiten Quadranten hier liegen. Und die Situation stellt sich so richtig dar. Wenn ich jetzt die 0,4 noch hier einblende, also die Höhe, diesen Y-Abstand, dann sehen wir, dass der Punkt P in etwa auf dieser Höhe im Einheitskreis liegt, wo die Y-Koordinate dieses Punktes den Wert 0,4 hat. Wir sehen, Sinus ist 0,4 und der Cosinus, weil die Strecke nach links zeigt, ist negativ. Also wir haben damit den Punkt eingezeichnet. Jetzt sollten wir uns vielleicht noch Folgendes betrachten. Dieser Winkel Alpha', der hier vorkommt, wenn der Punkt P hier liegen würde, hätte den gleichen Sinuswert. Ja? Allerdings natürlich den entgegengesetzten Cosinuswert. Diesen orangen Winkel finden wir allerdings auch hier noch, wenn ich das einblenden darf. Das heißt, der Winkel Alpha, der weiße, und der orange Winkel Alpha' ergänzen einander auf 180 Grad, beziehungsweise wenn ich von 180 Grad diesen orangen Winkel hier abziehe, komme ich dann zum gesuchten Winkel Alpha. Und das wollen wir jetzt gleich berechnen. Wie wir soeben gesehen haben, gilt für den orangen Winkel und den weißen Winkel Alpha, dass sich beide zu 180 Grad ergänzen. Das heißt, für die Berechnung von Alpha gilt dann offensichtlich, Alpha ist gleich die 180 Grad minus dem orangen Winkel Alpha'. Das heißt, wir wollen zunächst diesen orangen Winkel Alpha' berechnen. Das heißt, es gilt ja offensichtlich, Sinus von Alpha' ist 0,4. Wir wenden jetzt die Umkehrfunktion an, also den Arcosinus von 0,4 liefert dann den gesuchten Winkel Alpha. Wenn wir das ausrechnen, erhalten wir 23,6 Grad für den Winkel Alpha. Nun brauchen wir nur oben hier einsetzen und wir halten schon den gesuchten Winkel, also Entschuldigung, das ist Alpha'. Das heißt, Alpha ist jetzt 180 Grad weniger Alpha', weniger 23,6 Grad und wir halten für Alpha 156,4 Grad und wir haben die Aufgabe gelöst.